Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte mich schon im Vorhinein dafür entschuldigen, dass die Tonqualität so schlecht ist, aber ich nehme das gerade alles mit meiner GoPro Hero 3 Plus auf und die hat halt nicht gerade das beste Mikrofon. Und was seht ihr? Seht ihr meine alte Kamera, die ist mir leider in Urlaub ins Salzwasser gefallen. Dadurch ist beim Mainboard die Stromversorgung ist halt durchbrennt und jetzt ist die komplette Kamera hin, so hätte es einmal ausschauen sollen, in etwa. Da ist das Display. Jedenfalls ist mir die runtergeflogen, ist jetzt hin und eigentlich wollte ich mir Sony Alpha A7 III, also eine Systemkamera, kaufen. Nur hat auf Panasonic vor 2 oder 3 Tagen halt angekündigt, dass Anfang 2019 eine neue Kamera rausbringen, eine Systemkamera, die Panasonic Lumix S1, glaube ich, ja. Und also ich habe mir gedacht, ich kaufe mir jetzt quasi eine Übergangskamera und da vor kurzem auch wieder die GoPro Hero 7 rausgekommen ist, werde ich mir heute die GoPro Hero 7 Black kaufen. Das Autohaus der Firma. Ich habe jetzt die Kamera da, habe mir eine Speicherkarte noch dazu gekauft und ich werde sie jetzt erst einmal auspacken. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Ja, die Kamera hat jetzt nur mal 15% oder so und ich werde die jetzt einmal erstmal aufladen. Und dann werde ich einfach mal so ein paar Testshots geben und die Hero 3 Plus, also die Kamera, mit der vergleichen. So, wir machen da jetzt einen Vergleich. Also da gibt es ja bei der neuen GoPro gibt's ja die Hypersmooth, Hyperlapse. Also das ist einfach ein Zeitraffer, der stabiler ist, dank der Bildstabilisierung. Und wir testen das jetzt anhand von der alten GoPro mit dem Gimbal aus und vergleichen es oft mit einer, also mit der handstabilisierten Hero 7 Black. So, wie man da sieht, ist die Hero 7 Black viel stabiler wie die Hero 3 Plus mit dem Gimbal und das hat GoPro echt gut gemacht. Als nächster werden wir mal die Slow-Mo testen und dafür fahren wir halt von da oben, also fahre ich halt von da oben mit Longboard, fahre dann da in den Schuder rein und wir schauen, dass wir irgendwie eine Notaufnahme von dem Rad zusammenkriegen. I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time. Ja, wie man sehen kann, ist die GoPro Hero 7 Black viel besser in der Zeitlupe, weil es ist 8-fache, also 240 Frames pro Sekunde hat und die 3 Plus Säckler 60, glaube ich, ja. Und uns hat es jetzt halt nicht mehr gefreut, dass wir noch mehr die zwei Kameras vergleichen. Das Einzige, was noch zu erwähnen ist, dass halt die Bildqualität um gerade besser ist halt. Und wir haben uns gedacht, dass wir jetzt einfach einmal so ein paar Shots liefern mit Musik drunter. Und ja, viel Spaß. Wish we could turn back time.
So, am Ende vom Tag kann man sagen, dass die Kamera eine ziemlich gute Investition war. Vor allem die 240 Frames pro Sekunde, die hauen richtig was her. Und ich bin gerade am Schnitt, habe mir die ganzen Aufnahmen gerade angeschaut. Und ja, ich habe mir gedacht, ich werde jetzt mehr so vloggen und mehr reden in die Videos. Ich weiß, es ist ziemlich suboptimal, weil es ist auch nicht leicht für mich, in einer Tour vor der Kamera zu reden, das muss ich noch üben. Aber im Großen und Ganzen finde ich, dass das eine gute Kamera ist. Und ich werde jetzt bis Anfang 2019 damit meine ganzen Videos machen. Also jetzt vermehrt halt Vlogs. Und dann würde ich halt sagen, sieht man sich beim nächsten Mal. Für dich.